Hallo zusammen, Buddyboot, Block 6. So, heute habe ich vorbereitet, es ist immer schon zwei, drei Mal angefragt worden, wie ich die ganzen Flächen auf einmal kann sauber schleifen kann, dass sie ein bisschen plan werden. Wenn man da schafft mit einem kleinen Schleifklötzchen, dann haben wir immer Problem, dass es einfach gleich immer so ein bisschen Wellenform gibt. Gerade hier zum Beispiel, auf denen oben da, auf diesen Flächen, wo man steht, da braucht man eine relativ grosse Schleiffläche, dass man da etwas machen kann. Dann habe ich da schon mal etwas vorbereitet, und zwar ist es, ich habe im Jumbo oder einfach im Hobbycenter habe ich so eine Abriebscheibe aus Kunststoff. Die gibt es in verschiedenen Grössen. Moment schnell, ich habe da nochmal eine. So, die ist also so, sorry, wieder da. Die sind so verpackt, die gibt es in verschiedenen Grössen. Sind extrem leicht, sind aus Kunststoff. Ist so irgendetwas Geschäumtes. Haben so ein bisschen eine rauche Oberfläche unten. Wirklich coole Geschichte. Die ist jetzt 14x28, da habe ich eine grössere, die ist 22x42 cm. Da bin ich jetzt hergegangen, das habe ich jetzt schon vorbereitet, dass es ja nicht so grosse Schleifpapier gibt auf eine Grösse, habe ich hier so eine Endlosrolle, die kommt man über bei der SIA im Frauenfeld, ich habe meine Sachen von dort. Oder ihr könnt uns fragen, mal schnell so 2-3 Meter ab der Rolle, 80er Schleifpapier. Und zwar ist wichtig, dass es so durch ist, nicht Papier. Man sieht es da schon, Moment mal. Das ist so durch, das ist wie so ein Nylon-Geflecht hat es drunter und ist beschichtet. Das hat den Vorteil, so sieht so eine Rolle aus. Wenn ihr es abreißt, ihr müsst es nicht schneiden, es reißt nicht irgendwie, könnt ihr eine Ecke anfangen und einfach so abziehen. Sind extrem robust, wahnsinnig lang zum Schleifen, kann man die brauchen, wie man sie da draufklebt. Die andere Möglichkeit ist, es gibt noch so etwas, das gibt es auch im Baumarkt. Ich zeige es da schnell, die sind ein bisschen kleiner, sind auch extrem coole Geschichte. Grösse irgendwie 24 mal 95 cm. Da geht ein normales Schleifpapier, das ihr im Handel könnt kaufen könnt, geht da drauf. Da hat es da hinten und vorne hat es so Spannschrauben. Mit denen spannt man das so ein Röhrchen oben ab und mit dem wird eigentlich das Schleifpapier festklemmt. Man kann es gut heben, man kann Druck geben. Super Geschichte. Also ich brauche das auch viel. Da habe ich jetzt ein 300er Schleifpapier drauf. Für einen so feinen Lackschleif oder Zwischenschleif oder fürs Holz zum Schluss fein machen. Wenn ich da zum Beispiel auch das da brauche ich da für die Finne. Da hat man relativ eine grosse Fläche. Da deckt man zwei Drittel von der Finnen ab. Dann haben wir keine Tüle. Es wird einfach gleichmäßiger. Und ihr könnt mit so etwas natürlich auch Unebenheiten gleich ausgleichen. So, Schleifpapier da drauf bringen, gibt es verschiedene Sachen. Man kann die Fläche da unten mit Doppelklebeband, wie man sie Teppich tut abkleben, bekleben und dann Schleifpapier drauf. Das Thema ist, wenn irgendwo mal ein bisschen Staub reinkommt, wie es euch da der Rand ein bisschen gelupft hat, dann ist der Staub drin, klebt es nicht mehr. Mache ich nicht, habe ich aufgehört. Ich bin hergegangen, habe einen Kontaktkleber, das ist ein stinknormaler von der Farbe, kommt auch im Jumbo über, eingeschmiert die ganze Fläche. Ihr müsst es trocknen lassen, da ist jetzt der Kleber drauf. Und zwar so, dass man dass ihr könnt drauflangen könnt. Das ist ein Kontaktkleber, da müsst ihr beide Seiten einstreichen. Und wenn es dann wirklich nicht mehr klebt, könnt ihr das nachher draufpappen. Wird ein bisschen schwierig sein, das jetzt da zu zeigen. Ich kann jetzt da so, da habe ich Schleifpapier vorbereitet. Es gibt dann so ein paar Blösli. Da habe ich jetzt da drauf gepappt. Jetzt tue ich das schnell machen. Ja. Also geht relativ schnell, weil das Zeug, das klebt wie der Teufel, muss ich also sagen. Ja. Und ich habe jetzt da einfach zwei Schleifpapier genommen, nebeneinander.
müssen einfach schauen, dass wir dort, wo wir den Stoss haben, schön sauber zusammen sind. So, Moment. Zack. Andrücken. So. Zack, schon fertig. Und so habt ihr euch ein super grosses, schönes Schleifbrett, wo ihr könnt richtig drauflehnen könnt. Schön arbeiten damit. Ihr könnt jetzt hier, steht jetzt hier noch vor, dann kann man es dann noch kontieren, schön abschneiden mit einem Cuttermesser. Und so ist es perfekt. Wenn man das jetzt, wenn jetzt das Schleifpapier mal durch ist, dann machen wir das mit einem normalen, der Frau den Föhn klauen. Zack, da richtig schön aufwärmen und dann vorzu einfach abziehen. Es gibt dann so lange Fäden und so der Kontaktkleber bleibt, es hat so eine strukturierte Oberfläche. Ihr hört es hier. Der Kleber bleibt dort drin, den bringt ihr nicht ganz raus. Und das ist eigentlich der Vorteil. Ihr könnt nachher nur wieder Schleifpapier einschmieren und das neue Schleifpapier gerade wieder auf den bestehenden Kleber draufpappen. Das könnt ihr 2 bis 3 Mal machen. Ist wirklich eine coole Sache, funktioniert irrsinnig. Und was ich jetzt zum Teil auch schon gemacht habe, ist hier einen feinen Streifen abgerissen und den zum Beispiel auf der Stirnkante auch noch draufkleben. Also es ist hier recht gut kontuiert. So, gerade hier drauf. Man sieht es da. So, auch mit dem Kontaktkleber da drauf pappen. Dann könnt ihr, wenn ihr irgendwo mal nehmt, am Rand entlang schleifen, könnt ihr das eben auch schleifen, indem ihr da unten die blaue Fläche habt. Und da könnt ihr eine Kante oder einen Leimstoss zum Beispiel von einer Leiste, die nicht sauber ist, könnt ihr gerade mitschleifen. Dann ist es erstens einmal schön winklig und ihr bringt durch die lange Fläche, da bringt ihr schön gerade an. So, also, Woody Block 6. Der Robin Ebenstreit, ebensurf.ch, hat schon unsere Finnenbrettli und Paddelbrettli schon im Angebot. Das ist jetzt sein neuer Online-Shop, ist im Web. Könnt ihr drauf schauen, dann können wir die Sachen haben. Ihr könnt natürlich die Sachen auch bei uns bestellen. Macht uns ein Mail oder über das FB, PN-Nachricht. Was ich jetzt auch eingerichtet habe, ist zum Beispiel, dass man nicht noch lange Kohle hin und her schieben muss, weiss der Gucker war, wir haben jetzt ein PayPal-Konto und dann ist es mit dem Zahlungsverkehr auch jetzt, wir haben viele deutsche Kunden und von Frankreich und das ist immer echt eine gute Sache, das hat jetzt super funktioniert. So, also, unsere Webseite, die funktioniert auch langsam, sapwoodyboards.ch. Ich tue mal wieder neue Geschichten drauf. Ich bin jetzt dran, die ganzen Pausen reinzutun. Und ja, ich denke, ihr habt Spass damit. Wir haben jetzt schon 2, 3 verkauft. Der hinten, der Bausatz vom Rebel, der läuft wahnsinnig. Die Leute haben Freude daran und ich komme viele Fotos über und alles zusammen. Von Leuten, die dann sagen, hey, jetzt trauen wir uns auch an etwas Grosses, an ein 1:1 an. Was jetzt neu gekommen ist, das kommt im nächsten Block. Wir haben unsere Funcat, unser Funcat-Board, ist ein 9-2er, auf Frauen abgestimmt, ein bisschen breit. Man kann auch so etwas als Yoga-Brett einsetzen, sind wir jetzt auch dran. Wir stellen im nächsten Block vor, gerade mit der Bauhilfe auf der Seite. Ist es so etwas Neues, was wir jetzt gemacht haben, wo wir schon 2 jetzt bauen haben und sie irrsinnig funktionieren. Man kann dort die Oberfläche muss man nicht mit Leisten machen, man kann mit Furnier arbeiten, bieten wir auch an. Also wir sind dran. Es läuft, wir geben Vollgas. Hey, ich wünsche euch eine mega Zeit auf dem Wasser, hebt Sorge, euer Woody, bye bye.